Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Grand Casino Tycoon 2, sage ich schon, auf meinem Kanal. Nee, natürlich nicht 2, so ist das nicht gemeint. Ja, seit der letzten Folge, wo wir alle 4 Gambler noch zum Ende hin freigeschaltet haben und den Raum für die Geldsäcke und Asse vorbereitet haben, die hier zusammen sein können, habe ich noch kurz Dekoration verteilt, weil das immer so eine tolle Aufgabe ist. So, aber das war schon alles, was ich gemacht habe in der Pause. Und jetzt muss es sich auszahlen. So viel Geld haben wir nämlich nicht mehr. Und ja, es muss jetzt erstmal einfach mal laufen. Und wir müssen natürlich da auch auf die Probleme eingehen. So, der möchte ein Business Buffet verwenden. Ja, ist schon zu viel für das. Ich glaube auch. Genau, weil es zweimal verwendet wird. Das ist das Problem. Wir haben ja hier drüben noch eine Kamera. Genau. Die nimmt ihr auf. 3 Sterne, 4 Sterne, 2. Das ist wieder typisch. 1 Stern sogar. Komischerweise. Ich kann die mal verstellen. Und wir stellen die mal hier rüber. Ja, natürlich so, wo es passt. So. Müsste in der Range sein. Gut, dann können wir gleich den Tisch überprüfen da. Und wir können natürlich auch noch weitere Kameras aufstellen. Zum Beispiel hier. Dann sollten da alle drin sein. Und hier. So, einfach mal ein bisschen den Puls zu messen, was da so abgeht. Ich weiß gar nicht. Die hassen laut. Ja, es müssen fast diese sein. Und ich habe Musik gehört. Jawohl. Einnahmen von 125.000 erzielt. So, und jetzt wird der Tisch hier schon knapp. 0. Ah, eben. 3. Das ist ja auch ein hoher Einsatztisch. Den kann ich mal rübernehmen. So. Den braucht es nämlich da nicht. Okay. Also, was macht der Trottel als erstes? Ja, deutlich höhere Beliebtheit jetzt. Er geht an die luxuriöse Bar. Und die steht hier unten. Wo steht die nächste? Da oben. Also viel Spielraum haben wir nicht. Aber wir könnten das so machen und die Bar da hinstellen. So, und dann da alles mit Tischen füllen. Und nachher geht er an einen Tisch mit hohem Einsatz. Und der Tisch ist es ja nicht, haben wir gelernt. Also könnten wir da mal hier einen Roulette-Tisch hinmachen und da noch einen Blackjack-Tisch. Die beiden verkaufen. Gleich eine Kamera davor. So. Gut. Danach Spielautomaten mit hohem Einsatz. Jetzt haben wir nämlich Platz. Jetzt können wir die da ganz in die Ecke nehmen. So, dann kann ich nämlich auch upscalen da. Also da ist jetzt wirklich genügend Platz. Da kann sich keiner mehr beschweren. Und dann ist auch der Weg klar geregelt. Also die Asse können dann auch nicht mehr in den falschen Raum gelangen. So. Genau, dann geht er auf Toilette. Die steht hier. Ja, ist so. Und dann zum edlen Buffet. Und das... das würde ich hier da hinten machen. So, da hat noch ein Tisch Platz. Genau, die können bleiben. Und die Tische kommen mal noch hier rüber. So. Das können wir auch während dem Betrieb noch umstellen. So. So, und das einzige Problem ist jetzt, dass die
Ihr seht schon, die laufen jetzt da hoch, weil der Tisch da näher ist. Da ich jetzt aber das Glück habe, dass die anderen ja weiter weg sind, kann ich den wegmachen. So, und jetzt müssen wir den nächsten schauen, der hier aufsteht. Ja, jetzt funktioniert es nämlich. Jetzt gehen sie da nach oben. Hier haben wir starke Champagner eingestellt. Okay. So, dann ist der Tisch deutlich beliebter als der andere. Gefühlt. Werden es noch sehen. Und ich habe jetzt noch Platz, um weitere Tische und so aufzustellen. Das ist gar kein Problem jetzt. Davor blocken wir natürlich alles wieder mit Musik. Dass es auch ja schwer wird danach wieder irgendwas aufzustellen. So, okay. So, ich habe ja angefangen, die große Deko zu nehmen, weil die doch ein bisschen mehr ausmacht, ja. Gut. Dann schalten wir noch einen Tisch frei. Baccarat. So, das ist dann der letzte. Gut. Ah, hier ist die Kamera. So, müssen alle drin sein. Also, wir haben zwei Sterne. Zwei Sterne. Vielleicht wird es ja der sein. Wer weiß. Gut, dann stehen insgesamt jetzt 6 Tische rum. Okay, wir brauchen noch 3 weitere Tische. Hat sich hier schon was entschieden. Den hat noch niemand genutzt. Leider nicht. So, der hat 2,5. 2,5. Ja, die haben alle etwa gleich viel. Ich würde sogar den 3-Karten-Poker noch vermehrt aufstellen. So. Gleich so viel, dass wir die Trophäe holen. Genau. Da haben wir es. 10 Tische. Okay, es kann sein, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. Bis das Ganze geknackt ist. Ja, seht, die sind auch voll wieder da. Ja, die anderen sind vielleicht wirklich zu weit weg. Hier drüben wurde der je verwendet. Weiß nicht. Aber solange es genug bietet, ist ja gut. Hier ist eher knapp. Dann machen wir da noch eine neue Reihe. So. Hier reicht soweit aus. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach abwarten soll und darauf hoffen. Also 78 ist ja kurz davor. Hier, das verstehe ich nicht ganz. Also das müsste eigentlich schon auf 80 kommen, weil da stört ja wirklich niemand. Ja, da ist es schon, 80. Noch 5 Passagiere, Alter. Heute ist aber alles los. 78? Ja. Ja, ich fühle es schon. Ich glaube, ich muss da gar nicht mehr groß was machen. Ich glaube, das richtet sich. Oder ich hoffe es. 74. Also die machen am meisten Sorge, glaube ich. Weil die anderen sind alle okay soweit. Was können wir eigentlich noch erforschen hier? Soll ich mal das erforschen? Komm. Was kriege ich dadurch? Reduziert die Instandhaltungskosten unserer Spieltische um 25%. Ja, why not? So. Und hier
Einsparen beim Buffet. Mhm. Da kann man die Preise einstellen. Möchte ich auch mal sehen. Große Essenstische ist jetzt nicht so meins. Wir haben immer Platzprobleme. Dann hier die Bar und die Preise verändern. Ja. Manipulation schauen wir gleich an. Und hier... Oh, Wartungskosten bei den Spielautomaten reduzieren. Wir haben jetzt zwar all unser Geld ausgegeben, aber der Gewinn müsste jetzt nochmals deutlich ansteigen, theoretisch. Kannst nur hoffen. So, Zeit ist noch locker drin. Ah, jetzt kann ich hier Kosten pro Nutzung, kann ich mehr einstellen. Okay. Ja. Das geht jetzt bei beiden. Und ich zahle hier, ich nehme an, das war vorher höher. Hier ist jetzt 520 pro Minute. Davor war es höher, gehe ich mal davon aus. Okay, wir sind bei 79. 77, 79, also es ist sehr knapp. Aber wir haben auch nicht die 125 geschafft bis jetzt. Und Jackpots gehen ständig raus. Das fällt auch einfach auf. Größtenteils, aber hier sind wir jetzt gut ausgerüstet eigentlich. Selten Engpässe gesehen. Ja, hier müssen wir noch was machen. Vielleicht schon irgendwie den besten Tisch herausfinden. Ah ja, hier kann ich die Kamera abstellen oder wir nehmen sie mit. Und machen die irgendwie hier rüber. So zum Beispiel. Machen da nochmals einen kurzen Test, wie da jetzt was ist. Obwohl das vielleicht wieder, ja, das senkt die sofort wieder. Aber ich habe das Gefühl, es hätte nicht gereicht. Hier drüben erwarte ich aber fast, dass es reicht. Das Ding ist halt, wir sind übrigens schon wieder so hoch. Was gibt es denn hier bei den Manipulationen? Große Dekoration. Gefühl sagt mir, dass ich das schon habe, aber ja. Toilettenpreise braucht es nicht. Werbungen. Riesige Dekorationen. Getarnte Kamera. Aha. Große Werbung. Ah, kommen wir. Das ist gesperrt. Komm, wir schalten das mal frei hier. So, was haben wir jetzt da bekommen? Hier. Zwingt die betroffenen Gäste zur Kasse zu gehen und ihre Routine neu zu starten. Aha. Sorgt dafür, dass unsere Gäste länger bleiben. Betroffene Gäste geht sofort einer zufälligen Aktivität nach und kehrt dann zu seiner Routine zurück. Okay. Zwingt die betroffenen Gäste zur Kasse zu gehen und die Routine neu zu starten. Also dasselbe. Zwingt den betroffenen Gast am nächstgelegenen Spielautomaten zu spielen und dann zu seiner Routine zurückzukehren. Hm, wollen wir mal das da testen. Läuft denn der herum, oder wie? Oder steht der da und bietet das an? So, komm, wir platzieren da mal überall einen. So. Ah, da kann man noch wählen. So, ist natürlich gut, ist Trottel eingestellt. Ich nehme an, dass... Das gibt dann an, was da angeboten wird. Man sieht nur kurz, aber ja, ich glaube, die geben etwas aus hier. Das müsste uns vielleicht hier die Spieler im Casino machbar machen. So, jetzt haben wir hier eine Kamera platziert. 3 Sterne. Nicht genügend Daten. 2,5. 2,5. 3. Der hat 5.
Aber nur die eine Gruppe war da. Naja. 2,5. Ich würde sagen, wir machen den weg hier. Und der ist ja derselbe wie da unten. Hat da aber eine ganz andere Bewertung. Den auch. Machen da diesen Tisch hin. So. Und nochmals einen 3-Karten-Poker. Komm. So. Und die Kamera natürlich weg. Wenn schon, machen wir dann die getarnte Kamera hin. Gut, jetzt bin ich gespannt, ob da wirklich Leute länger bleiben. So. 77, 77, 87, 73. Also das ist wieder das Tiefste, was wir haben. Ich würde sagen, ich spiele so weit, bis sich das erhöht. 2, 3 Änderungen machen und dann geht das wahrscheinlich. Und wir sehen uns dann, wenn es soweit ist. Bis gleich. Ja, dann melde ich mich auch zurück. Ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht das Problem gefunden. Und es könnte jetzt sein, dass die Beliebtheit hochgeht. Zuallererst habe ich mal noch diese... Der Kaffeekellner habe ich ganz an den Eingang gestellt. So müsste ja jeder, der reinläuft, automatisch länger bleiben, weil der ja hier Kaffee mitnimmt. So, das war vielleicht der Plan. Die stehen jetzt alle da rum. Und ich habe gemerkt, wir haben hier die falsche Musik verbaut. Ich habe nochmals geprüft, warum haben die bei Musik nicht ein Lachen. So, was fehlt da wieder? Toilette. Hm, kritisch. Kritisch. Es gibt auch keinen Raum mehr zu kaufen da für uns. Ich würde vielleicht die Tische hier ein bisschen umstellen. Da die Musik. Ihr seht, jetzt ist nämlich hier andere Musik da. So, und dann müsste der Tisch auch weg. Sonst ist der da mittendrin. So. Gut, ich hoffe, das reicht. Also, ich kann noch ein bisschen Grünzeug hinmachen, so gut es geht. Auch da unten. Es ruckelt schon ein bisschen, das Spiel. Sind, glaube ich... Ne, es sind nur 120 Leute da, aber wir könnten es gleich schaffen, die 125. Das ist immer noch offen. Das hat sich bis jetzt noch nicht erledigt. Und natürlich die Beliebtheit. Aktuell bei 78. Komm schon, da fehlt nicht viel. 79. Ja, jetzt haben sie die richtige Musik. Jetzt geht's nach oben. Also der wird gleich 80 erreichen, glaube ich. Dann fehlt es nur noch da drüben. Aber ich habe doch hier funky Musik, oder? Weil das Beruhigende, das ist funky. Ja, ich habe. Nicht übertrieben viel. Weil zum Beispiel der Punkt für die Musik ist einfach ein mehr oder weniger geschenkter Punkt, wenn man es hinkriegt, überall die Musik hinzustellen. Ist einfach so. So, 76 ist wieder gesunken. 82, 87, 78. Ihr seht, Musik ist jetzt besser. Ja, Preisbildung. Ach. Spielen, das ist nicht so top, weil wir nicht den besten Tisch gefunden haben bis jetzt. Aber eigentlich, wenn du so viel anbietest, müsste es ja eigentlich möglich sein, dass jeder seinen Tisch sucht. Aber es ist eben ein bisschen viel verlangt. Ich stelle jetzt da doch nochmals einen Roulette-Tisch hin. 84, 87, 78. Lieben funky Musik, lieben feiern, hassen beruhigende Musik. Liebt es, betrunken zu sein? Wir haben eines geschafft, nämlich die 125 Spieler. Doch noch davor geschafft. Das ist interessant. So. Andere Gäste, das können die gar nicht... Die begegnen keinen anderen Gästen. Außer hier im Flur. Ja, liebt es, betrunken zu sein?
Und wir haben auch eingestellt stark. Wenn wir die Kosten senken, wirkt sich das aus? Komm, können wir hier auch mal? Es ist ja uns egal, was es... Also, wir verdienen ja genügend Geld. So ist es nicht. Jawohl, da ging's schnell. Auf einmal ging's schnell. Wir haben alle Trophäen gesichert. Wir haben einfach alle Trophäen hier drin gesichert. Glaubt man kaum. Und somit haben wir hier 28 von 29. Weiß zwar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 28. Ich sehe auch nur 28. Gibt das benutzerdefinierte Casino noch einen? Oder wie sieht das aus? Ja. Ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge. Wir haben auch dieses Level erfolgreich geschafft. Man muss sagen, Schwierigkeitsgrad, den kann man ja nicht wählen. Oder kann ich den... Konnte man den wählen? Nee, bin ich jetzt... Habe ich jetzt nur so gedacht oder so. Ja, es wäre schön, wenn man da noch ein bisschen Auswahl hätte, denn es war jetzt doch zum Ende hin immer wieder dasselbe und schon eher, ja, jetzt nicht so anstrengend, muss man schon sagen. Das ist schon so. Und tatsächlich, die Beliebtheit ist gestiegen. Ja, ich würde aber auch sagen, das war's dann von der heutigen Folge. Und wir sehen uns, hören uns wieder im freien Spiel. Das möchte ich auch noch anschauen. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss!